Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Beschützer anzunehmen bei Bewahrer Remulus in der Hain der Träume an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme die Quest an. Nun darf ich mich durch dieses Portal hier begeben. Hier ist es, an dieser Position. Hier auch die Koordinaten. Laufe durch. Nun seht ihr hier vier Punkte. Da darf ich mich einmal zu diesem Stein begeben und hier meine Katzengestalt auswählen und hier auf Schleichen klicken. Dann erscheint Echo von Ashamain. Dann geht's weiter zum nächsten Stein, der hier ist. Da geht man in die Mondkin-Gestalt und greift diese Ritualkerze an. Dann erscheint Avatar von Aviana. Dann geht's weiter zum nächsten Stein. Der ist hier. Da geht man in Bär. Und dann erscheint auch schon Sohn von Urzok. Da muss man, wie es aussieht, nichts machen. Und dann noch der letzte Stein. Der ist an dieser Position. Hier muss man sich in nichts verwandeln, einfach diesen Setzling anklicken und irgendein Heilzauber wirken. Dann erscheint auch noch Shimmer von Essina. Damit ist die Quest bereit zur Abgabe. Da laufe ich jetzt zurück durch das Portal. Wie ihr gesehen habt, haben die Beschützer auch noch Quests. Die werde ich auch erledigen und euch zeigen, was bei den einzelnen zu machen ist. Da es sich bei dieser Quest nur um die Beschützer gehandelt hat, ist die ja bereit zur Abgabe. Das macht man bei Bewahrer Remulus in der Hain der Träume an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!